Gutes Heilfleisch, schlechtes Heilfleisch, wie man es halt immer so schön sagt. Die Begriffe habe ich schon sehr oft gehört bei meiner Arbeit im Piercingstudio. Aber gibt es das überhaupt so, wie man sich das vorstellt? Gleich dazu mehr. Herzlich willkommen, mein Name ist Sandro und in diesem Video geht es um gutes und um schlechtes Heilfleisch. Natürlich ist damit eine gute oder schlechte Wundheilung gemeint, die sich dann natürlich bei Piercings oder natürlich auch bei Tattoos oder anderen Bodymods bemerkbar macht. Das Grundprinzip der Wundheilung ist folgendes. Um zu heilen, braucht eine Wunde Sauerstoff und Nährstoffe. Sauerstoff und Nährstoffe werden durchs Blut transportiert. Sauerstoff bekommt ihr durch ausreichend Bewegung in euer Blut und Nährstoffe durch eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Die hauptsächliche Regeneration findet dann im Schlaf statt, von dem ihr natürlich auch ausreichend braucht. Und je weniger ihr euren Körper mit toxischen Dingen belastet, wie Alkohol, Drogen, Rauchen, Koffein und so weiter, desto ungestörter kann dieser Prozess dann auch ablaufen. Es ist also in den allermeisten Fällen nicht so, dass der eine Glück hat und hat gutes Heilfleisch und der andere hat eben Pech und hat schlechtes Heilfleisch, so wie es eben oft rübergebracht wird oder rüberkommt. Ihr habt zum nicht unerheblichen Teil selbst in der Hand, wie gut eure Wundheilung ist und wie gut dann eure Wunden bzw. eure Tattoos, Piercings und so weiter dann heilen können. Die Grundvoraussetzung ist natürlich immer eine gute Pflege. Wie gut die Heilung ist, ist wohl zu einem kleinen Teil dann auch genetisch bedingt, aber das ist nicht der Rede wert. Negative Einflüsse auf eure Heilung, an denen ihr nicht einfach so ohne weiteres was ändern könnt, sind zum Beispiel Grunderkrankungen des Blutes, wie Blutarmut oder Blutgerinnungsstörungen. Infektionen durch Bakterien, Pilze oder Parasiten wirken sich auch negativ auf die Heilung aus, so wie eigentlich alles, was den Körper belastet. Auch sowas wie eine schwere Verletzung oder eine Schwangerschaft machen dem Körper genug zu schaffen, dass sich das sehr negativ auf die Wundheilung auswirken kann. Auch wenn ihr eine Grippe habt, kann das schnell zu Problemen führen. Und auch wenn jemand jetzt eine noch so gute Heilung hat, werden deshalb durchschnittliche Heilungszeiten auch nicht extrem verkürzt. Die Heilung kann einfach nur im Rahmen des Möglichen gut verlaufen und das war's. Also, es gibt die Bezeichnung gutes und schlechtes Heilfleisch, es gibt auch gutes und schlechtes Heilfleisch, aber in den allermeisten Fällen ist das eine Sache, die man selbst in der Hand hat. So viel zu diesem Thema. Bis dann.